Ja, Mahlzeit, Freunde. Ah, herzlich willkommen zu einem kurzen, zu einem kurzen Video halt. Oh, was erblickt mein trübes Auge? Stefan 123321 hat gerade ein Video hochgeladen. Das ist ja geil. So kann der Nachmittag kommen. Stefan 123 hat Messer und Co. Weihnachts-Giveaway hochgeladen. Oha, da gibt's was. Da gibt es was zu gewinnen, kostenlos und gratis. Und schauen wir uns gleich an. Das laden wir schon mal. Laden wir hier schon mal. Aber hier, auf das habe ich lange gewartet. Kam heute mit der Post aus England. Habe ich auch schon in manchmal in 48 Stunden was da gehabt. Das hat jetzt irgendwie 2 Wochen gedauert oder so. Das ist ein geniales Zubehörteil von Leatherman. Der Pocket Clip und Lanyard Ring. Black für Charge und Wave. Und das Teil hat die genaue Bezeichnung, wonach ihr suchen müsst. Mist. Wo ist das jetzt hin? Hier. Oder? Genau. Das Ding heißt LT28 Schräger B für Black. LT28B. Das Ding ist genial. Da ja das Wave serienmäßig keinen Clip hat, aber die Möglichkeit hat, eins nachzurüsten, gibt es hier dieses Set. Da kann man entweder einen großen Lanyard Ring hinmachen oder diesen coolen Clip. Also ich bin nicht so der wahnsinnige gerne Gürtelholsterträger. Ich habe es lieber in der Hosentasche. Und das Wave ist einfach ein geniales Teil. Bloß wenn ihr euch das Schwarze besorgt, dann müsst ihr euch noch eine Stunde hinsetzen mit einer Rolle Cewa und ein bisschen Ballistol und das Ding eine Stunde lang einschmieren, damit ihr die überflüssige Beschichtung oder Brünierung oder was das ist, hier runterkriegt. Denn sonst habt ihr nämlich schwarze Finger, schwarze Klamotten und das Zeug geht hier nicht mehr ab. Also da müsst ihr, das hat hier noch brutal viel überflüssige Beschichtung drauf, die muss runter. Da müsst ihr lang sauber machen, ne? So, und den kann man nämlich einfach hier, wie war das, immer noch, wenn man von innen drin, da fließt immer noch diese Pampe da raus. Hier ist eine Aussparung hier drin. Und das wird hier sogar arretiert und da kann man den Clip reinmachen und wenn wir hier hochdrücken und dann geht der hier rein. Normalerweise, Moment, ich klappe das mal auf, dann geht es vielleicht besser. Den kann man dann hier so rein basteln. So. Arretiert dann auch hier mit der Arretierung für hier auf der Seite ist der Kreuzschlitz und der Flaschenöffner. Ne? Dann hat man hier einen schönen, super großen, auch schwarzen Deep Carry Pocket Clip. Ne? Und jetzt ist das Ding erst richtig fertig. Dass sie das nicht gleich dazulegen und sagen, komm, dann macht das halt 5 Euro teurer. Das gehört einfach dazu. Ich habe das schon 3 Mal sauber gemacht. Aber immer wieder fließt da mit dem Öl da wieder diese weitere Beschichtung raus. Ne? War diesmal sogar günstiger, das Schwarze, als die silberne Ausführung. So ein cooles Teil, dieses Wave. Und Leatherman ist einfach der Hammer. Cool. Aber ich finde, erst mit diesem zusätzlichen Clip ist das Ding fertig. Ja. So. Den Rest packen wir mal auf. Ringle. So. Wenn jemand einen Wave hat, über den Lanyard Ring hinmachen will, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe so ein Ringchen übrig. Ich bin nicht so der Lanyard Mensch, ich bin mehr der Clip Mensch. So, das packen wir wieder original. Obwohl man den Ding besser in den Brief verschicken kann. So, jawohl. Wave ist endlich richtig einsatzbereit. So, jetzt gibt es hier noch einen schönen Müsli-Riegel. Und eine Tasse Kaffee und dann schmeißen wir hier mal den Stefan hier an, was der hier Schönes zu erzählen hat. Okay. Ich möchte ein kleines Weihnachts-Giveaway machen. Weihnachts-Giveaway, sehr und, gut. Und mein Dank geht raus an Messer und Co. Link in der Videobeschreibung. Also, Dirk Wagner, nämlich, der macht dieses Giveaway erst möglich. Lecker. Der hat nämlich alle 3 Messer hier zur Verfügung gestellt, dass ich die raushauen kann.